Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Gabriel Knight. Ja, das Erste, was ich jetzt mal schauen will, ist nochmal kurz in die Zeitung. Mich interessiert nämlich gerade im Moment noch... Ja, das interessiert mich alles jetzt gar nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ah, das interessiert mich nämlich. Es ist der 21. Gut, das heißt, am nächsten Tag können wir endlich diese Moonbeam... ich glaube Moonbeam hieße... besuchen. Die hat nämlich erst ab dem 22. wieder offen. Das habe ich schon die ganze Zeit gefragt, welcher heute ist, also im Spiel ist, um zu sagen, wann können wir da eigentlich hin? Nun gut, jetzt wissen wir's. Es geht am nächsten Tag. Got a minute, Grace? Hast du was? Nee, anscheinend nicht. Dann rufen wir mal ganz kurz Wolfgang Ritter an. Falls das überhaupt geht, falls er das überhaupt schon macht. Andererseits weiß er ja jetzt, dass es tatsächlich ein Verwandter sein könnte. Ah, macht's. Didn't Grace say you had to dial 011 first to get international? Was war das? 011? 49 für Deutschland? 09? 3, 2, 4, 3, 3, 3, 3. Guten Tag, Sie haben Schloss Ritter erreicht. I'm looking for Wolfgang Ritter. Ja, einen Moment. Ja, is this Gabriel on the phone? This is Gabriel Knight. Why are you calling me, Mr. Ritter? I've been having premonitions of great danger for you, Gabriel. You must leave New Orleans this very day. What in the hell are you talking about? It is hard to explain on the phone. I have had dreams about you. It took me a long time to have you tracked down. I knew that Heinz had a grandson. But until this dream started, I did not know if I should contact you. You say you're related to my grandfather? Heinz was my brother. There is much about the family that you should know. Come to Schloss Ritter in Rittersburg, West Germany. It is our family home. I will tell you everything when you come. You must come immediately. You are in great danger there. Look, I appreciate the family spirit and all, but frankly, I don't know you from Adam. And I'm not going to fly off to Germany, even if I could afford it. Gabriel, please. If you won't listen, at least let me send you something. It is a journal from one of your ancestors. Promise me you will read it. You are the last of our line. I'm too old to carry on. You are our last hope. Please, for your family, read the journal. All right, I'll look at it. Good. Now be careful and come to me as soon as you can. Goodbye. So, das habe ich mir doch um einiges schlimmer vorgestellt. Also von der Sprache her. Gerde, die wir ja am Anfang gehört haben. Oder Gerda? Gerda, glaube ich, hieß er. Ja, Gerdi war jemand anderes. Ja, das war Maria. Ja. Also, Gerda, die hat sich doch richtig gut angehört. Das haben sie gut hingekriegt. Allerdings, Wolfgang Ritter ist ja auch ein Deutscher und ich glaube nicht, dass der, auch wenn er auch relativ gut Englisch spricht, Rittersburg sagen würde, sondern Rittersberg. Also, dass er das so machen würde. Ohne Dings. Naja, gut. Das haben wir auch erledigt. Also wie gesagt, ich habe es mir ehrlich gesagt viel schlimmer vorgestellt. Aber warten wir mal ab, was da noch passiert. Warum ich es mir schlimmer vorgestellt habe, ist einfach, weil sie die deutsche Sprache, also die allgemeine Übersetzungen und alles, ja ziemlich übel gemacht haben. Naja, schauen wir mal. I'll be back later. Have fun. Okay, jetzt würde ich ganz gern noch hierher fahren. Und mir eine Krokodilmaske kaufen. Hi. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Und zwar, da brauchen wir, glaube ich, gar nichts groß zu fragen, oder? Ja, wir probieren es trotzdem mal. Do you know anything about a secret voodoo houndfall? There's no such thing. Not around here. War klar. Have you ever heard of a Schattenjäger? Man, I don't even know what language that is.
Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, Monsieur. What? You said you'd sell it for 100 before. Okay, so geht's nicht. Vielleicht kann ich ihn aber auch einfach nur nehmen. To get the mask, Gabriel would have to buy it. Ja, okay. Dann geben wir ihm doch einfach mal die 100. Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, Monsieur. The price is $120. What? You said you'd sell it for 100 before. You misheard, Monsieur. The price was always 120. Okay. Aber wir haben ja 900er. Also ich erinnere mich jetzt nicht hier dran, dass das anders gewesen wäre. Dass man da wirklich ein 100er, also 120 zahlen musste, sondern nur 100. Habe ich da irgendwie einen Scheiß gebaut, als ich da nachgefragt habe nochmal? Also das kann es ja auch nicht sein. Vor allem, wo würden wir jetzt $20 herbekommen? Weil im Original war das wirklich nur für einen 100er. Aber warum auch Gabriel immer so falschen muss? Ja, okay. So ein Mist. Would you take 50? Don't insult me, Monsieur. You misheard, Monsieur. Das ist jetzt blöd. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Would you take? Ja, okay, das ist jetzt immer wieder selber. Aber woher soll man jetzt $20 bekommen? Genau, eine Sache war auch noch da. Wir wollten ja das Familiengrab noch besuchen. Da wollen wir doch gerade mal hingehen. So. Da haben wir es doch. The Wright family tomb. Several of Gabriel and Grant's family members are laid to rest here. If Gabriel wants to address his ancestors, he should choose a specific plaque. Ja, okay. Was haben wir denn da? Franklin? The marker reads, Frank. These are Grant's folks. I never knew them. Merrill? The marker reads, Merrill Planter Wright. These are Grant's. Harrison? Okay, da. Und Philip. The marker reads, Philip Knight. Daddy. Und das sah sein Großvater. The marker reads, Harrison Knight. Granddaddy. Hey, Daddy. Hey, Daddy. How's it going, Granddaddy? Okay, haben wir sonst noch irgendwas da? An odd monument highlights one grave site. It looks vaguely reptilian. Okay, anscheinend the nicht. The residents of this city of the dead say nothing. Nee, ansonsten haben wir anscheinend nicht wirklich was da. Someone has left a small vase by the Wright family tomb. Not sure who else comes here besides me and Grian, but that was nice of him. Nee, sonst können wir anscheinend hier nicht wirklich was machen. Naja, gut. Jetzt. Kann man jetzt nochmal mit ihm reden? Could I have a minute of your time? What you need, boy? Have you ever heard of a Schattenjäger? Nope. Can't say that I have. Nun gut, das war's dann wohl hier. Dann würde ich ganz gern nochmal zu Jackson Square fahren. Wir haben ja gesehen, dass Crash mit diesem Trommler geredet hat. A
lone drummer beats out a haunting rhythm on a large African drum. Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. Okay, ich bin jetzt nicht sicher, ob das schon geht, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Es kann sein, dass es erst... Ja, das geht noch nicht. Okay. Fahren wir nochmal zu Grace. Hey Grace, here I am. Oh boy, party time. Eigentlich war es, wenn ich mich recht erinnere, wirklich so, dass wir nur noch das Ding kaufen mussten und dann, also dass es so weitergegangen ist. Aber wir können ja diese Krokodilmaske nicht kaufen. Weil uns $20 fehlen. What's up? Have you ever heard of a Schattenjäger? No. Is that a voodoo word? I don't think so. It's German. No, sorry. I don't speak German. Could you do... Sure, what? Da haben wir nix. Gabriel checks the drawer again. Just in case. Ja, wir bräuchten nur einen 20er. Gabriel doesn't want to take that with... Okay, das ist jetzt echt krass. Also, ich glaube, mit Crash konnte man nur reden, wenn man ihm dieses Amulett gezeigt hat. Aber das bekommen wir erst, nachdem wir bei in Dixieland was gekauft haben. Und der will es nicht für $100 verkaufen, sondern nur für... 120 und wir haben nur 100. Wo bekommen wir dann die restlichen 20 her? Gehen wir mal kurz hierher, ob Miss Geddy daheim ist. Instructed me to wish you good luck. That is all. If you just tell her goodbye, sir. Nee, okay, das bringt also auch nichts. Da konnte man nichts machen. Bei Grandma war man eigentlich fertig. Da war man fertig. Da war man fertig. Bin gerade etwas ratlos. $100 in cash. That's the most money Gabriel has had in his pocket in 2 years. Naja. Nee, ich bin ehrlich gesagt wirklich ratlos gerade. Das haben sie anscheinend vom Original ein bisschen was anders gemacht. Das ging ja nicht. Also ich glaube, das musste man doch kaufen. Oder man konnte es erst später kaufen. Oder man konnte es wirklich erst später kaufen. Aber in dem Fall wüsste ich im Moment gerade nicht mehr, was ich machen sollte. The mask appears to be made. Nein.
Crash is huddled in a pew. He looks seriously ill. Ich bin gerade tatsächlich ziemlich überfragt. Wir haben nichts, was wir ihm geben können. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was wir noch machen sollten. Es sei denn, wir bekommen an irgendwie 20... Gabriel might need the goodwill. Come on, talk to me. Ja, das geht ja nicht. Wir müssen ihnen was zeigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist nur, wie kommen wir an das Ding ran, das wir ihnen zeigen müssen? Okay, habe ich ganz vergessen, so kommt man ja auch zurück auf die Karte. Ich dachte, ich probiere es jetzt gerade mal. Was war das hier genau? Ah, okay. Ich habe ganz vergessen, da war ja ein Journal noch mit dabei. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Okay, das sagt uns noch so ein bisschen. Genau das ja, das müssen wir ja machen, aber ich wüsste im Moment gerade nicht wie. Okay, ich glaube, ich schau mal bei diesen. Ja, das haben wir schon. Sorry, dass ich jetzt mal die Hilfe anschaue. Oh, das geht gar nicht. Ja, das wissen wir ja, aber da können wir nichts machen, weil der noch beim Schachspiel festsitzt. Level 2 können wir gar nicht. Ach, das dauert immer so eine Zeit lang, bis sich das aufbaut. Ja, und ich weiß sogar, wie wir das machen können. Aber ich weiß, dazu müssen wir da diese Krokodilmaske kaufen. Das wissen wir ja schon. Das wissen wir ja schon. Oder weiß ich. Vielleicht muss ich es ihnen auch zeigen. Das haben wir ja noch nicht ausprobiert. Could you do anything with this? What is this? A clay mold? Interesting. I am a jeweler, you know. But I'm retired. I'm going to sit here at this freaking chair until I beat this bastard. You plan to be buried in that chair then? Ja, das dachte ich mir. Deswegen habe ich es auch gar nicht ausprobiert, weil ich das ja wusste. Wir müssen es schaffen, dass er dieses Spiel gewinnen kann. Und ich weiß sogar wie. Are you sure I can't bother you with a few? Yeah, right. Got a crowbar? Ich weiß sogar wie. Are you sure you? I told you I'm busy with this old fart. So weit waren wir ja schon. Aber wie gesagt, dazu müsste ich diese Maske kaufen, weil. Ja, erinnert euch an das Schild hier? Wenn man etwas kauft über 50 Euro, wollte ich schon sagen, 50 Dollar, bekommt man was dazu. The sign says, Special St. John's Eve Lagnia. Free bottle of lover come back to me oil. Or master gambling oil with every purchase over 50 Dollar. Und da bräuchte. My French is lousy, but everyone in. Ja, und dieses Master Gambling Oil, das ist es, was wir brauchen. Und im Originalspiel war es jetzt so, dass man sich die Maske gekauft hat für 100 Dollar und hat dann dieses Master Gambling Oil bekommen, dazu bekommen, oder man konnte es sich raussuchen. Das hat man diesen Sam gegeben, der hat dadurch das Spiel gewonnen. Das ist so eine Art, weil er nicht mehr so nervös war halt. Und konnte für einen dann dieses Ding machen, aber erst am nächsten Tag. Die Sache ist jetzt nur die, er kauft es sich ja nicht,
Really will jetzt 120 haben und nicht nur 100. Und das ist das Problem, das ich gerade habe. Ansonsten wüsste ich, wie es komplett weitergeht. Naja gut, schauen wir mal in der nächsten Folge, ob ich es noch irgendwie hinbekomme. Dann sei mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!